Ja, es ist schon ein Kreuz, wenn man auf der Long-Seite dabei sein will. Es ist nämlich gar nicht so schön, was wir aktuell sehen. Der DAX, nachdem er gestern noch so ein tiefes Niveau erreicht hatte, hier die 11.800er-Zone ungefähr, ein bisschen höher war es dann schon noch, 60er-Bereich. Aber nachdem er das gesehen hatte hier, wir sehen das hier im Kerzenchart, ist er ja nochmal nach oben gekommen, eine grüne Kerze. Einige hatten schon gehofft, Mensch, das könnte doch was werden. Aber es ist nicht mal der Hammer geworden, den ich mal angedeutet habe. Der Kurs hat sich dann doch etwas komischer entwickelt, aber was interessiert's? Der Markt hat gesagt, die gestrigen Tageshoch könnte knicken. Wir ziehen uns nach unten zurück. Das Muster, was sich daraus im Kleineren ergibt, ist allerdings durchaus wieder bezeichnend. Gucken wir uns an, das war die Aufwärtsbewegung. Jetzt überlegen wir gemeinsam, wie viele Wellen sind das typischerweise? Wir wissen, dreiwellig ist eigentlich nicht die Haupttrendrichtung. Damit haben wir schon mal eine ganz gute Idee, dass das nicht nach oben gehen sollte aktuell. Im Gegenteil, wir haben sogar hier, wir seht das im 15-Minuten-Chart, eine scharfe Abwärtsbewegung, anschließend eine Aufwärtsbewegung. Wie viel wellig ist die? Naja, viele vermuten dreiwellig. Dementsprechend eigentlich die Erwartungshaltung, dass es nochmal runtergeht. Und wenn wir jetzt schon hier sind, dann sehen wir die Tiefs von gestern wahrscheinlich auch nochmal. Also 11.860 werden wir sicherlich unten nach unten nochmal sehen. Hier die Werte alle auf den Index gerechnet, also nur, dass ihr das so ungefähr einschätzen könnt, der Future, aber im Wesentlichen genauso, also da ist kein deutlicher Unterschied zu sehen. Im 5-Minuten-Chart sieht man es hier ebenfalls nochmal. Solche wackeligen, dreiwelligen Aufwärtsbewegungen sind eigentlich kein gutes Zeichen für die Long-Seite. Na gut, also wir sehen das schon, der DAX hat null Bock, sich nach oben zu entwickeln, das kann man sicherlich so sagen. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Marktteilnehmer auch nur annäherungsweise irgendwas wollen. Sie hätten noch eine Chance gehabt. Ihr seht das hier vorne, wenn der Kurs eben nicht hier überschnitten hätte. Also ihr seht das 1, 2, 3, vielleicht hier eine 4. Solange er oberhalb hier bleibt, sind wir überschneidungsfrei. Ab diesem Bruch waren wir nicht mehr überschneidungsfrei. Ist die Chance, dass es richtig schöne Party nach oben geht, nicht mehr besonders groß. Im Gegenteil, es ist eher die Voraussetzung dafür, dass es nochmal nach unten geht. Wer sagt, das habe ich ja noch nie gesehen, der sollte sich den Dow mal angucken. Wer nämlich sagt, Mensch, wenn wir so eine Bewegung nach oben haben, solange wir hier oberhalb dieser Marke bleiben, ist es super. Wenn ihr das allerdings nicht schafft, na gut, ihr seht den Rest selber und habt ihn ja live miterlebt. Wir haben das ja mehrmals besprochen. So, wie sieht es aktuell aus? Ich habe hier noch so ein bisschen eine Zeichnung drin. Schaut euch das mal an, das ist noch eine Zeichnung von gestern Abend. Ich habe sie bewusst mal so gelassen. War die wirklich von gestern? Doch, die war von gestern Abend. Gestern Abend war der Kurs nämlich ganz deutlich gestiegen. Und wenn es dann wackelig runtergeht und ganz wichtig, das vergessen immer viele. Viele sagen dann, ich will ja jetzt einfach mal loslegen. Er muss es auch triggern. Er muss auch zeigen, dass er da wirklich Lust und Laune dazu hat. Der Rücksetzer ist ja gut von der Tiefe, ja, so die Hälfte. Merkt euch einfach vom tiefsten, ich mach's mal in groß. Vom tiefsten zum höchsten Punkt, machen wir es mal ein bisschen wissenschaftlicher, malen wir mal eine Fibo-Marke dazu. Ihr erinnert euch sicherlich, ein klassischer Rücksetzer geht hier rein, der sollte dreiwellig sein. Ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt, es ist zwar nicht so sehr symmetrisch, aber hätte ich gesagt, naja gut, kann man ja noch machen, Einstieg wäre ja noch denkbar. Wem das zu weit weg ist, der kann natürlich sagen, wenn wir hier einen Schub nach oben bekommen und wackelig runter, kann ich hier schon rein. So, jetzt gucken wir mal, Idee und Realität. Ja, okay. Er hat weder getriggert, noch ist er hier korrektiv irgendwie was. Also insofern, ja, leider war es das nicht. Das heißt, die Long-Seite ist einfach nicht en vogue. Ihr seht, wie einfach es, sagen wir mal, in der groben Einschätzung ist zu sagen, muss ich jetzt hier in eine Long-Position eingehen oder eben nicht. Wer natürlich nicht warten kann, wer sagt, ah, ich mach das jetzt einfach mal, ja, der ist dann möglicherweise hier auf der Short-Seite mit dabei. Na gut, ihr seht, der Markt aktuell aber alles andere als stark. Das heißt, noch sehe ich eine gewisse Chance, vielleicht das hier als einen Trigger zu nehmen. Das ist beim Dow Future. Ich gucke bei den Werten immer den Future an, 29.635 circa, das Hoch von heute Mittag. Wenn er das durchstößt, würde ich sagen, naja, das ist halt immer noch die steilere, das ist halt immer noch irgendwie die korrektivere Richtung. Dann würde ich mich auf die Long-Seite doch nochmal schlagen wollen. Allerdings gibt es für mich auch eine Killer-Marke, ab wann diese Idee doof wird. Und das hat mehrere Gründe.
Die eine liegt in der Statistik. Wo liegt die Marke? Ihr seht es, vom tiefsten zum höchsten Punkt gemessen, 78,6er Marke. Wenn er hier durchgeht, 29.100, das ist jetzt Zufall, dass es eine glatte Zahl ist, 29.100 beim Future, wenn er da durchgeht, dann sage ich mir, die Idee, dass das der Schub ist, dass hier die ABC und ich hier noch long gehe, will ich nicht mehr. Zwei Gründe, die ich dafür habe. Grund Nummer eins ist, statistisch gesehen lässt die Wahrscheinlichkeit, dass er von hier unten irgendwo danach so nach oben geht, enorm nach. Das nächste ist, also es kann passieren, es passiert auch immer wieder, aber es ist halt statistisch nicht mehr so häufig. Das zweite große Problem ist, wenn ich dann erst hier einsteige, wie jetzt, und so tief ist mein Risiko und wie weit ist meine Gewinnseite, das ist kein guter Einstieg. Aber ich muss ja nicht dieses Bild handeln. Ich kann dann ja hier in Zweifelsfall gucken, ob wir hier einen Schub hochkriegen, wackelig runter. Also die Chance für nach oben gebe ich noch nicht auf. Aber erkennen tut man sie im Moment nicht. Also für all die Begeisterten, die jetzt sagen, ja, Long, ich wusste es immer. Ich bin da sehr vorsichtig. Die Marktteilnehmer sind da noch nicht so sehr auf dem Trichter im Sinne von, da geben wir jetzt richtig Vollgas nach oben. Das ist beim S&P nicht grundsätzlich anders. Auch hier hatten wir diesen starken Anstieg, den Rücksetzer, der uns auf diesen Zwischenhochs eine gewisse Chance gibt. 3710 ist die Marke. Noch schöner für die Intraday-Freunde ist es natürlich, wenn wir hier im Kleinen das haben, dann haben wir vielleicht etwas bessere Chance-Risiko-Verhältnisse, als wenn wir da oben erst reingehen. Die Höhe des Preises spielt für mich gar keine Rolle. Viele sagen, ja, aber das ist so hoch. Also die Preishöhe spielt für mich keine Rolle. Ich bin, wenn ich Intraday-Trader bin, auch gerne bei 10.000er-Kursen dabei. Ja, das ist überhaupt nicht das Problem. Und ich war auch gerne bei, keine Ahnung, 2.500er Punkten mit dabei. Aber die relative Größe zwischen Risiko und Gewinn, die sollte halt, oder erwartet ein Mindestgewinn, denkt da an die Projektion der ersten Welle hier nach oben. Diese Relation sollte gut sein. Und je tiefer dieser Punkt jetzt hier ist, ihr könnt euch das mal ausdenken hier, desto schlechter ist die Relation. Ich denke, dafür muss man nicht studiert haben oder darstellende Geometrie kennen. Es geht einfach darum, naja gut, hier sehen wir schon, dass das immer doofer wird, je tiefer der hier fällt. Das heißt, ich bin auf diese kleinen Muster dann durchaus angewiesen. Die kommen ja auch immer wieder in verschiedenen Zeitebenen. Ihr seht das hier sogar in ganz kleiner Richtung, manchmal in größerer. Wenn ihr sie nicht seht, macht halt einfach in dem Markt nichts. Wenn ihr sie seht, macht ihr halt in dem Markt was. Also, da bin ich relativ leidenschaftslos. Ich werde immer dann aktiv, wenn das Ganze dann auch hübsch aussieht. Kommen wir zum Nasdaq. Der sieht, letztlich genauso aus. Wir haben hier noch ausstehend die Testung des letzten Tiefs aus dem Sommer, aus dem Juni. Anfang Juni war das hier. Da sind wir, oder Mitte Juni. Und da sind wir nicht mehr so arg weit von entfernt. Typisch wäre es durchaus, wenn der Markt, ja komm, einmal gehen wir da noch tiefer drunter. Wundern würde es mich zumindest mal nicht. In diesem Sinne, Long keine Empfehlung. Es sei denn, dieses Verhaltensmuster passiert, was ich euch mehrmals jetzt eingezeichnet habe. Ja, und Short. Ja, finde ich in Ordnung. Wenn er wackelig hier hoch käme, würde ich auch die Short-Richtung mir nochmal vorstellen können. Warum nicht? Ein bisschen Platz haben wir ja noch nach unten. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.